Servus Fußballfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video dreht sich alles um die eine entscheidende Frage. Wie zur Hölle konnte Florian Kohfeldt Bundesliga-Trainer werden? Beziehungsweise, wie kann der Kerl immer noch Bundesliga-Trainer sein? Und das bei Wolfsburg, einem Club, der dieses Jahr Champions League gespielt hat. Ja, wo fangen wir da an? Zuerst mal. Florian Kohfeldt, bei Werder Bremen damals 2017-18, die aus dem Abstiegskampf rausgezogen, Elfter sind sie da geworden am Ende der Saison, eine stabile Saison gespielt und auch die Folgesaison war voll in Ordnung, überhaupt kein Thema. Und der Kerl, Florian Kohfeldt, absolut sympathischer Mensch. Also wenn man den in Interviews gesehen hat, das ist keiner dieser hochnäsigen Trainer oder so, das ist einfach ein cooler Typ, normaler Typ wie du und ich. Wie jeder andere. Einer, der einfach Fußball liebt, der einfach gern Fußball... Einfach, ja, einer von uns quasi, unter Anführungszeichen. Aber wir müssen einfach über seine Leistungen sprechen. Das hat nichts damit zu tun, ob er nett ist, ob er sympathisch ist oder nicht. Aber, und das ist meine persönliche Meinung, Florian Kohfeldt gehört nicht in die Bundesliga, nicht als Trainer. Wenn wir das bei Werder Bremen gesehen haben, da waren die letzten beiden Saisons... Da ging es sowas von steil bergab. Wirklich steil bergab. Und der Höhepunkt war dann die letzte Saison, wo man mit Schalke abgestiegen ist, wo man eigentlich 10 oder 11 Spieltage vor Schluss im gesicherten Mittelfeld gelandet ist. Wirklich. Da hatte man gedacht, ja gut, das Ding ist durch bei Bremen. Also Bremen hatte, glaube ich, keiner so wirklich im Abstiegskampf noch auf dem Zettel. Und dann verlieren die einfach... Ich glaube, die haben in den letzten 10 Spielen oder letzten sowas einen Punkt geholt. Und Kohfeldt steht einfach bis zum 33. Spieltag als Trainer auf der Seitenlinie. Ja, das ist schön und gut, dass man sagt, man hält am Trainer fest. Und ich bin da genau der gleichen Meinung. Im modernen Fußball wird mir auch ab und zu einmal zu schnell der Trainer gewechselt. Das ist halt einfach das schwächste Glied in dieser Kette. Und den wechselt man halt einfach am leichtesten. Eine ganze Mannschaft austauschen... Ja, das ist schwieriger. Schalke hat es gemacht, aber auch nur, weil sie eben abgestiegen sind und der Kader, ja, noch immer von den Gehaltskosten her Champions League spielen hätte müssen. Aber Kohfeldt da als Trainer an der Seitenlinie einfach dann am 33. Spieltag zu feuern, das war auch von Werder Bremen lost. Denn entweder ich stehe zu diesem Trainer und sage, okay, auch wenn wir jetzt absteigen, das ziehen wir durch und mit dir kommt nochmal der Neuanfang. Auch wenn ich das auch nicht für gut empfunden hätte, denn hat man schon bei David Wagner gesehen, das ist bei Schalke auch nicht gut gegangen in der Vorsaison. Und David Wagner hätte man auch am Ende der Saison entlassen müssen und nicht nach dem zweiten Spieltag, nachdem er die komplette Vorbereitung mit der Mannschaft gehabt hat. Und es hat auch nichts funktioniert. Aber Kohfeldt das Vertrauen auszusprechen die ganze Saison und dann einen Spieltag, wirklich einen Spieltag vor Ende der Saison herzugehen und zu sagen, ja Florian, ja, das wird jetzt nichts, der Thomas Schaaf übernimmt. Das ist eine absolute Werder Bremen-Legende, absolute Trainerlegende, Meister mit Werder geworden. Und dem hauen wir jetzt seine komplette Legacy kaputt, denn das ist für immer der Trainer, der dann mit Werder Bremen abgestiegen ist, weil er das eine Spiel nicht gewonnen hat. Ja, auch von Werder Bremen völlig lost im Übrigen. Aber wir schweifen etwas ab. Florian Kohfeldt. Gut, okay, geschenkt. Die ersten beiden Saisonen wirklich okay. Guter Punkteschnitt, glaube ich, 1,5, 1,6 Punkte teilweise. Das ist echt in Ordnung. Und dann ist Florian Kohfeldt im Jetzt und in der letzten Saison bei Werder. Immer unter einem Punkt. Weniger als ein Punkt pro Spiel. Wenn man seine Leistungsdaten jetzt bei Wolfsburg sich anguckt, da macht er 0,91 Punkte pro Spiel. Und Wolfsburg ist so ein absoluter, ja, keine Ahnung, was die machen. Van Bommel am Anfang der Saison, da war jeder skeptisch, da waren viele skeptisch, ob das mit Marc Van Bommel gut geht. Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, bin ich skeptisch, aber ich glaube, sie schaffen es. Sah auch am Anfang echt gut aus bei Wolfsburg. Jo, bis dann gar nichts mehr ging bei Marc Van Bommel und er relativ früh im Oktober entlassen wurde. So, okay, Szenario, Florian Kohfeldt übernimmt. Am 10. Spieltag gegen Bayer Leverkusen, 30. Oktober. So. Wolfsburg gewinnt auswärts in Leverkusen mit 2:0. Wolfsburg gewinnt in der Woche gleich darauf noch 2:1 gegen Red Bull Salzburg das Champions League Spiel. Klar, könnte man jetzt sagen, ist nur Salzburg, aber Salzburg ist im Gegensatz zu Wolfsburg in der Gruppe weitergekommen. Und am 11. Spieltag
Ein paar Tage später, zu Hause gegen Augsburg 1:0 gewonnen. Gut, Augsburg sowieso keine gute Saison gespielt, aber Bayer Leverkusen zu schlagen, das ist schon in Ordnung. Dann war 2 Wochen Pause, Länderspielpause, gegen Arminia Bielefeld noch ein 2:2 geholt und seitdem wartet man auf einen Punkt. Man hat nicht gewonnen, man hat nicht unentschieden gespielt, man hat 1, 2, 3, 4 Tore seitdem geschossen, 2 davon im Spiel gegen Köln und man hat verloren gegen Sevilla 2:0. Okay, kann man verlieren. Gegen Dortmund 1:3. Gut, kann man verlieren. 3:0 gegen Mainz. Tut schon weh. Gegen Lille 1:3. Tut auch weh. Stuttgart 0:2. Köln 2:3. Und das 4:0 gegen Bayern, ganz ehrlich, das ist schon geschenkt. Und 4:0, also, das finde ich noch in Ordnung, das Ergebnis. Da hätten sie sicher deutlich höher verlieren können, vor allem in dieser Form aktuell. Am Ende des Tages sehe ich einfach keine Entwicklung bei Wolfsburg und irgendwie keinen Grund, der für mich dafür sprechen sollte, dass Florian Kohfeldt weiter Trainer von Wolfsburg ist. Wolfsburg ist jetzt 3 Punkte vor dem Relegationsplatz, ist die formschlechteste Mannschaft der Liga und hat letztes Jahr sich für die Champions League qualifiziert. Ich nehme mal an, die wollen das dieses Jahr oder wollten das dieses Jahr auch schaffen. Dass sie davon meilenweit entfernt sind, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber Wolfsburg muss echt aufpassen, dass sie da nicht in den Negativstrudel reinkommen. Und Florian Kohfeldt hat es schon gezeigt. Letztes Jahr bei Bremen. Das ist jetzt keiner, der das Ruder da unten, glaube ich, jetzt nochmal rumreißen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Gut, ist reine Mutmaßung. Aber dass die Spieler von Wolfsburg zu 100% hinter einem Trainer wie Kohfeldt stehen, weiß nicht. Hab da irgendwie so meine Bedenken. Am Ende des Tages sehe ich Florian Kohfeldt, wie gesagt, einfach nicht als Bundesliga-Trainer. Zweite Liga, okay, gibt sicher Vereine, die den gebrauchen könnten. Oder natürlich, und das glaube ich wäre aus meiner Sicht das Beste, oder wäre vielleicht eine Sache, die er relativ gut könnte, einfach im Jugendbereich zum Beispiel beim DFB oder so arbeiten. Ich glaube, er war ja sogar vor der Saison zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt im Gespräch, bei irgendeinem, oder war es auch bei Schalke, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, da war ich echt froh, dass, also Kohfeldt zu Schalke vor der Saison, da hätte ich, ja, ganz, ganz üble David Wagner-Flashbacks bekommen. Aber ganz, ganz üble. Am Ende des Tages, das sage ich jetzt schon zum 6. Mal, weiß ich nicht, wie er Bundesliga-Trainer ist. Aber da würde mich wirklich auch eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr? Was macht Kohfeldt aus? Oder warum ist der Kerl immer noch Bundesliga-Trainer? Und warum zur Hölle hat Wolfsburg den geholt? Und natürlich ganz wichtig, würdet ihr euch freuen, wenn euer Lieblingsverein Florian Kohfeldt als Trainer holen würde? Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Und ja, kein böses Blut. Kohfeldt ist ein sympathischer Mensch, aber es geht hier rein um die Leistung und da muss ich sagen, sehe ich ihn eben nicht als Bundesliga-Trainer. Gut, das war's für heute. Das wollte ich loswerden. Mehr ist es auch nicht. Und ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Florian Kohfeldt, ich wünsche dir trotzdem weiterhin viel Glück, auch wenn du das hier wahrscheinlich nie sehen wirst und es dir ziemlich egal ist, dass irgend so ein Internet-Spasti sagt, du bist nicht Bundesliga-tauglich. Egal. Macht's gut, wir sehen uns und bis bald, Ronaldo.